Daytrading Tageswinn am 18.06.2020 22.116 Euro, am 22.06.2020 17.720 Euro. Autor D. Seltzer McKenzie, YouTube. Sie sehen, ich habe Wort gehalten. Durchschnittlich wird im Livestream etwa 20.000 Euro täglich verdient. Am 8.06.2020 wurde es sogar überschritten. Gestern am 22.06.2020 leicht unterschritten. Das hängt auch damit zusammen, dass ja mit dem Einsatzkapital gehaushaltet werden muss, so wie gestern. In der Früh wurde sofort am DAX Call 4.600. Innerhalb weniger Minuten verdient. Hätte man noch 2 Stunden gewartet, wäre es das Doppelte gewesen, da der DAX bis Mitte erheblich gestiegen war. Aber das Einsatzkapital musste frei werden, da Gold und Silber auf dem Programm stand, was leider eben nicht so toll geworden ist. Und genauso war es am Nachmittags-DAX-Put. Hätte man bis 17 Uhr noch gewartet, wäre auch dort der Gewinn anstatt 7.250 Euro mindestens das Doppelte geworden. Aber es stand da eben auch die Wall Street in New York auf dem Programm, Klammer auf, Coca-Cola, Nike und Dow Jones, Klammer zu, und das Einsatzkapital musste frei werden. Ich habe ja die Devise ausgegeben, etwa 10.000 Euro Einsatzkapital mehr nicht und dann täglich 20.000 Euro Gewinn, und das kann man eben nicht immer durchhalten, weil sich die Börse nicht daran hält, was man vorher ausgerechnet hat. Eigenlob stinkt zwar, aber ich lobe mich jetzt mal selbst, es ist schon nicht leicht, täglich aus 10.000 Einsatzkapital etwa 20.000 Euro Gewinn zu machen. Ich werde natürlich weiterhin im Livestream täglich zu unterschiedlichen Zeitpunkten traden, heute weniger, wir haben hier schönes Wetter bekommen und ich lege mich heute mit dem Arsch und meinem alten Mitreiter, dem EM Siemens Direktor, an die Isar. Vielleicht werde ich vom Flaucher noch am Isarstrand im Livestream traden, aber das werden wir sehen.